Liebe Zuschauer, die neue Propsteikirche am Ring hier mitten in Leipzig steht kurz vor ihrer Weihe. Am Wochenende ist es soweit und bei mir ist jetzt sozusagen der Hausherr der neuen Kirche, der Propst Gregor Giele. Hallo Herr Giele. Schönen guten Tag. Der Hausherr ist eigentlich die Gemeinde und ich vertrete nur die Gemeinde. Genau, Herr Giele, was ist das jetzt für ein Gefühl, nach dieser langen Zeit endlich die Kirche mit Leben füllen zu können? Das kann man sich noch gar nicht vorstellen, vor allen Dingen jetzt noch die letzten Vorbereitungen ist sehr viel. So nach und nach, wo sich abzeichnet, dass auch wirklich alles fertig wird, stellt sich jetzt eine große Vorfreude ein. Viele Gemeindemitglieder sind jetzt auch tagsüber da, bereiten alles vor, kommen gucken, freuen sich. Das wird ein großes Fest. Genau, das ganze Wochenende wird gefeiert. Wie ist denn der genaue Ablauf und sind denn die Leipziger alle mit eingeladen? Natürlich ist das öffentlich, das ganze Wochenende. Wir fangen in der alten Propsteikirche an, am Freitagabend mit einer Lichtfeier, Vigil heißt das, um dort Abschied zu nehmen und werden dann mit Kerzen in den Händen durch die Stadt ziehen, hin zu unserer neuen Kirche, also einen echten Umzug vollführen. Wir werden aber noch nicht die Kirche betreten. Die Vigilfeier endet also im Pfarrhof, denn das Betreten der neuen Kirche ist dann für den Weihegottesdienst vorbehalten, der am Samstag um 11 Uhr beginnt. Auch der ist öffentlich, allerdings gibt es keine Plätze mehr in der Kirche, da gibt es Platzkarten. Es gibt aber eine Übertragung auf den großen Parkplatz zwischen der Propsteikirche und der Polizei mit einer Videowand, sodass man also auch dicht am Geschehen dran sein kann und mitfeiern kann. Danach ist Tag des offenen Bauwerks. Zu jeder vollen Stunde wird es kurze musikalische Beiträge in der Kirche geben und dann werden Führungen durchs Haus angeboten. Bis in den Abend hinein und um 21 Uhr beginnt eine Nacht der Chöre, auf die wir uns sehr freuen, die ungefähr um Mitternacht endet mit einem Gebet zum Tageswechsel und ausklingen wird tief in der Nacht dieser Tag dann mit einem Jazzkonzert in der Kirche. Kurze Nacht zum Schlafen, am Sonntag geht es dann mit dem ersten festlichen Gemeindegottesdienst um 10 Uhr weiter, wieder Tag des offenen Bauwerks im Anschluss. Und worüber wir uns sehr freuen, wir können das Fest abschließen mit einer ökumenischen Vesper am Sonntag um 18 Uhr. Und um 19.30 Uhr liege ich im Bett. Das glaube ich Ihnen gern. Herr Giele, die Kirche ist sehr offen gestaltet, also ganz bewusst von der Architektur so gehalten, dass man den Innenhof vom Ring aus sieht. Es soll schon einladend sein für alle. Das drückt die Architektur aus und wir wollen das als Gemeinde auch dann im Gemeindeleben so gestalten. Es wird zum Beispiel auch einen Kaffee geben, was nachmittags geöffnet ist für Gäste, für Neugierige, für Besucher, für Wartende. Diese einladende Geste ist uns sehr wichtig. In Leipzig gibt es gegenüber Glauben ja zum Teil eine gewisse Fremdheit, manchmal auch Unkenntnis und dadurch auch eine Scheu. Und die wollen wir wirklich abbauen oder wenigstens minimieren. Jetzt ist die alte Kirche am Rosental entweiht worden mit einem Gottesdienst. Das ist ja auch nicht so ein alltäglicher Vorgang. Wie muss man sich das vorstellen? Das Besondere ist, dass der christliche Glaube eigentlich nur Anfänge kennt und feiert. Und dass es für solche Abschiede kaum ein Ritus, eine Gottesdienstform gibt. Wir haben also einen ganz normalen Sonntagsgottesdienst gefeiert und nur ganz zum Schluss gab es so ein paar Symbolhandlungen. Der Tabernakel, wo wir das für uns heilige Brot aufbewahren, wurde leergeräumt. Es wurde nach draußen geschafft. Auch Kelch und Hostienschale, die man zum Gottesdienst braucht, wurden feierlich nach draußen getragen. Dann ging das sogenannte ewige Licht aus, was ja in einer katholischen Kirche immer so das Signal für die Gegenwart Gottes ist. Das war schon ein bitterer Moment, wenn das plötzlich ausgeht. Und ganz zum Schluss haben wir den Altar geöffnet, die Tischplatte, denn in den Altären in katholischen Kirchen liegen kleine Reliquien. Das ist so ein Verweis, dass wir nicht nur hier und heute in der Gegenwart glauben, sondern in einer langen Glaubenstradition stehen. Und das Reliquiar aus der alten Propstei haben wir herausgeholt und der Gemeinde die Möglichkeit gegeben, sich das mal anzuschauen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit dazu? Und das ist jetzt in die neue Kirche mitgenommen worden? Das werden wir am Freitag in der Vigilfeier mitnehmen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Kasten, also ganz unscheinbar eigentlich. Aber das wird dann die Übertragung von alt zu neu werden. Herr Giele, dann wünsche ich Ihnen ein wunderbares erstes Wochenende mit vielen Leuten hier in der Gemeinde und dass natürlich auch in Zukunft viele in Ihre Kirche den Weg finden. Das hoffe ich auch. Herzliche Einladung an alle. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, Sie können natürlich auch vorbeischauen am Wochenende, am Samstag und auch am Sonntag hier in der neuen Propsteikirche St. Trinitatis am Ring. Schauen Sie sich es einfach mal an, es lohnt sich auf jeden Fall und damit gebe ich zurück zur Drehscheibe.